Socke! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Dieses Mal vom Wochenende. Ich habe zurzeit sehr großen Spaß daran zu vloggen, wie ihr seht. Es kommen irgendwie weniger Themenvideos, sondern mehr Vlogs. Ich hoffe, das gefällt euch. Ihr könnt ja mal hier oben abstimmen, was ihr mehr sehen wollt, Vlogs oder Themenvideos. Und ja, wir sind heute an diesem schönen Samstag in Kreuzberg unterwegs, weil in Berlin am Pfingstwochenende ist ja Karneval. Aber nicht so ein Karneval wie in Köln, sondern Karneval der Kulturen. Und heute gibt es einen Kinderkarneval. Ich war selber noch nie da. Ich bin ja mit Mei hier, die gerade fotografiert neben mir. Und ja, Karneval der Kulturen ist halt immer so ein jährliches Highlight. Finde ich auch immer richtig toll. Da gibt es immer so viele Essensstände und ja, viel zu sehen einfach. Also als ich schwanger war, wollte ich eigentlich nur auf den Karneval, weil ich diese gekochten Bananen und irgendwelche Chicken Wings essen wollte. Ja, ich bin gespannt, ob es da auch was zu essen gibt. Mei, weißt du das? Also für Kinder, im Kinderkarneval meine ich. Beim Kinderkarneval. Naja. Aber es ist ja richtig schön. Eigentlich wollten die Kinder schlafen gerade und vielleicht chillen wir uns einfach mal dahin. Guck mal. Mittags um 2 ist Kaffeekuchen. Eigentlich viel zu früh, ich weiß, aber wir haben hier nichts anderes. Ich bin Hallöchen, Popöchen, jetzt sind wir endlich angekommen in Kreuzberg, aber immer noch kein Kinderkarneval. Dafür haben wir ein tolles Restaurant gefunden, wo jetzt wir mehr oder weniger mit unseren Kindern essen. Wir versuchen es zumindest. Ich bin jetzt erstmal froh, dass wir da irgendwie weg sind. Das war ja ultra viel, was da los war. Und ich finde, das war auch eine kleine Reizüberflutung. Aber man muss auch sagen, Noah hatte auf jeden Fall seinen Spaß und hat die ganze Zeit für sich alleine gespielt. Das war so krass. Wie fandet ihr das denn gerade eben in dem... Es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wären nur die Hälfte der Menschen weg. Das war ein bisschen zu voll. Sonst, die Kleinen hatten aber sehr viel Spaß gehabt. Guck mal, macht so. Gleiche auch. Ja. Das war mir ein bisschen zu überfüllt. Ja, es war mir auch sehr voll da. Aber ja, der Noah hat auf jeden Fall seinen Spaß. Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt nach Hause oder zum Spielplatz, ich weiß es nicht. Dann bis gleich. Ich glaube, es ist jetzt Zeit zum Schlafen. Noah badet gerade. Und ich, der mich jetzt auch immer anguckt, dass ich mit der Kamera rede. Der denkt, ich wäre auch irre. Noah hat jetzt auch nicht so viel zu Abend gegessen, deswegen war das ein bisschen unspektakulär zu filmen. Die Wäsche ist noch im Hintergrund, man hört es bestimmt. Und ich warte jetzt noch auf André und vielleicht bringt er mir was zu essen mit vom Türken. Und dann... Mama, heiß! Machst du aus? Das ist kalt. Ausmachen? Das ist kalt, genau. Wir baden jetzt nicht so kalt. Komm, wir sind fertig. Einen schönen guten Morgen! Wir haben uns mal heute entschieden zu brunchen, was wir sonst nie machen. Aber wir wollten, also ich wollte, ein Restaurant ausprobieren. So ein Brunch-Restaurant von Slauer Berg. Und deswegen kommen Mei und Hannes und ihr kleiner Henry auch mit.
Wir sind schon zu spät, wir haben uns um 8:15 getroffen. Also es war meine Idee, uns so früh zu treffen, 9:15. Ich wollte mich eigentlich schon um 9 Uhr treffen. Und weil das ein ganz kleiner Spot ist. Wir sehen jetzt Henry. Henry und mich. Nee? Nein. Oh, doch nur. Aber Henry ist doch dein Kumpel. Der Plan ist, heute den Kleinen bei meinen Eltern hinzufahren, dass er dann dort heute übernachtet und wir mal eine ruhige Nacht haben und endlich mal ausschlafen können. Das wäre so ein Träumchen an diesem Pfingstwochenende. Ich wollte noch was zur Royal Wedding sagen, ja? Ich fand Mama Liza, genau. Es wurde Ave Maria auf der Royal Wedding gespielt. Und dann muss ich mich immer an unsere Hochzeit zurückerinnern, weil das war ja unser Einzugslied. Oh Mann, und ich finde das ja so schön. Und ja, in diesem Sinne dachte ich, ich share mal mit euch ein Video, was ich noch nicht veröffentlicht hatte, nämlich unser Hochzeitstanz, wo unsere Freundin gesungen hat und wir ja, abends den ersten Tanz hatten. Und den Link findet ihr hier oben und hier unten. Schaut mal rein. Ich schaue mir auf jeden Fall immer wieder gerne unsere Hochzeitsvideos an. Das geht euch wahrscheinlich genauso, ne? Wir sind jetzt hier angekommen. Es ist eine richtig schöne Atmosphäre. Wir machen aber auch gleichzeitig noch Fotos für den Vlog. Also es ist ein Multimedia-Brunch, würde ich sagen. Heute? Wir hier mit unseren Kameras. Das ist echt schlimm, oder? Und Handy. Schrecklich. Ich habe Essen gefunden. Aber wir haben einen tollen Spot entdeckt und wir wollten darüber berichten für euch, ja. Wo? Oh, Kinderbetreuung. Ja, was wir hier machen. Ach so, ja. Ja, voll. Und was die Kinder auf jeden Fall sehr gerne mögen, ist so ein Baby Chino. Das ist Maus! Oh Mann, ich dachte, da wäre nur Schaum drin. Ich habe mich jetzt gerade sehr erschreckt. Meine Hose ist nass. Ich habe ja jetzt schon auf Record, ich wollte jetzt eigentlich was erzählen. Das Essen mit Kindern ist eigentlich nie so einfach. Und gerade auch Brunchen mit Kindern haben wir noch nie gemacht. Das war jetzt das erste Mal. Und eigentlich kann man das mal machen, wenn man so Special Occasions hat. Aber ich glaube, das ist echt ziemlich hektisch für die Kinder. Gerade wenn die auch hungrig sind. Und jetzt muss ich mal Noah festhalten, damit er mir nicht hier hinten runterklumpft. Ist natürlich erstmal sauteuer. Ja, ist sauteuer. Aber es war auf jeden Fall sehr schön hier. Und jetzt gehen wir auch gleich nochmal auf den Spielplatz. Achso, was ich noch sagen wollte. Brunchen mit Kindern ist ziemlich anstrengend. Ja, aber wenn das zu mir gerichtet ist, dann hat er eher mich drauf als dich. So, wir sind jetzt hier auf einem super coolen Spielplatz. Es ist hier richtig, richtig schön. Im Prenzlauer Berg am Wasserturm. Richtig schön. Wir werden hier noch ein bisschen ausgiebig spielen und werden danach nach Hause fahren und Mittagsschlaf machen. Bevor wir den Vlog beenden, wollte ich noch einmal kurz eine Sache erwähnen. Mee und ich gehen nächste Woche Sonntag in Berlin auf eine Kita-Demo, die Kita-Krise-Demo. Warum gehen wir eigentlich auf die Kita? Warum gehen wir auf die Kita-Demo? Genau. Weil wir eigentlich der Meinung sind, dass es ein zentrales Bewerbungssystem geben sollte, unter anderem. Es gibt aber auch noch 10.000 andere Gründe. Wir schreiben euch einfach mal unten in die Infobox den Ort und Datum für die Kita-Demo am Sonntag nächste Woche in Berlin. Und natürlich auch die Facebook-Seite von der Organisatorin. Also schaut unbedingt rein und wenn ihr aus Berlin seid, kommt auch. Und wenn, auf jeden Fall, schreibt uns auch eine E-Mail, wenn ihr kommen wollt und wir eine Gruppe bilden sollen oder wir uns davor treffen. Lasst uns Schilder basteln und alle gemeinsam demonstrieren. Das ist auch meine erste Demo. Deine auch? Nee, ich habe schon ein paar. Was? Ja, aber es ist auch schon ein bisschen länger her. Welche denn? Boah, da war ich noch in der Schule. Okay, lange, lange.
Ja, alles klar, dann wisst ihr Bescheid. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und ein, bis nächste Woche, würde ich sagen. Aha, vergesst nicht einzuschalten. Am nächsten Freitag kommt ein DIY zu einer tollen Sommertasche, die man selber und schön schnell gestalten kann. Schaltet ein. Hab ich gern.